Moin, liebe Schüler, hier ist wieder Marc zum Sande aus seiner Musikwerkstatt. Ich werde immer wieder von euch gefragt, und es ist auch natürlich für die ganz neuen Schüler von mir und überhaupt, die es erlernen möchten, ganz toll und sinnvoll zu erfahren, wie man ein Cajon eigentlich korrekt bedient und wie man die Schläge richtig auf dem Cajon macht, um ein Schlagzeug zu imitieren. Das möchte ich in diesem Video euch zeigen, wie man die Schläge Bass, Ton, Tipp und Slap vernünftig spielt. Und es gibt natürlich dafür auch Schrift- oder Geheimzeichen bei mir. Die sind überall anders. Das heißt, wenn ihr euch jetzt Lehrbücher kaufen würdet zum Thema Cajon, da gibt es verschiedene Notationen und verschiedene Geheimzeichen für die Schläge. Aber ich habe hier Zeichen, die ich damals selber gelernt habe. Die habe ich jetzt hier übernommen und die zeige ich euch auch gleich. Und dann natürlich gibt es auch eine Cajon-Sprache, weil man kann auch einen Rhythmus und diese Zeichen sprechen, bevor man sie spielt. Dann hat man sie schon mal im Kopf und kann sie dann abspielen. Aber jetzt zeige ich jeden einzelnen Schlag mal genau, wie er funktioniert und wie ich mich überhaupt auf ein Cajon richtig setze. So, jetzt kommt erstmal die Frage, wie sitze ich richtig auf einem Cajon und ist mein Cajon zu klein oder zu groß? Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich sitze ja schon drauf auf meiner Holzkiste. Natürlich ist die Schlagfläche mit den Schrauben, es gibt auch Modelle, wo es teilweise verleimt ist, die ist natürlich vorne, wo ich spiele. Das Schalloch ist meistens hinten bei den Cajons. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wenn ich auf einem Cajon sitze und ich habe mir jetzt zum Beispiel noch keins gekauft, sondern gucke mir in einem Musikgeschäft eins an, ist das Cajon so hoch, dass ich so sitzen muss, um gerade zu sitzen. Das heißt, meine Beine schweben entweder in der Luft oder ich sitze oder stehe auf den Zehenspitzen, besonders wenn ich nachher kippeln möchte. Was es mit dem Kippeln auf sich hat, das sage ich auch gleich noch. Aber wenn ihr so auf einem Cajon sitzt, dann ist das Cajon zu groß. Dann müsst ihr ein kleineres Modell nehmen. Wenn ihr hier so sitzen würdet, dass ihr so sitzt mit spitzen Knien, dann ist das Cajon natürlich zu klein. Also die Beine sollten möglichst im rechten Winkel sein, muss nicht hundertprozentig sein, aber ihr müsst mit den flachen Füßen auf dem Boden sein, auf beiden Seiten. Auch wenn ihr nachher kippelt, muss der Fuß flach auf dem Boden sein. Sonst ist das Cajon einfach zu groß. Das ist ganz schlimm, wenn es zu groß ist. Wenn es zu klein ist, ist es natürlich auch nicht so toll für den Rücken, aber das ist, wenn es ein bisschen zu klein ist, fast besser, als wenn es zu groß ist. So, was hat das jetzt mit diesem Kippeln auf sich? Ganz einfach, ich sitze jetzt gerade auf dem Cajon, habe einen geraden Rücken, keinen Buckel, sondern sitze schön gerade und lasse meine Arme in der vollen Länge fallen und möchte jetzt auf dem Cajon spielen. So, jetzt merkt ihr, oh, man muss ja auch mal irgendwann mit den ganzen Händen drauf und jetzt sind meine Arme aber zu kurz. Wenn ich gerade sitze, dann müsste ich jetzt müsste ich mich so runterbeugen und mit den Schultern runtergehen und so weiter, damit ich da raufkomme. Das kann man ganz einfach umgehen, indem man das Cajon kippt. Ich mache das jetzt mal und mein Rücken bleibt dabei hinten ganz gerade im Kreuz. Und durch diesen Winkel, ich zeige es von der Seite nochmal, durch diesen Kippwinkel kommt mir die Schlagfläche vom Cajon jetzt automatisch so entgegen, dass meine Hände komplett raufrutschen können, obwohl ich mit dem geraden Rücken sitze. Und ihr seht, meine Füße müssen auch flach auf dem Boden bleiben, weil ich mich ja auch irgendwie halten muss. Ein Teil des Fußes sollte also immer hinter der Schlagfläche sein. Bitte nicht so sitzen, dann ist die Gefahr doch stark, dass man nach hinten kippt. Und so ist es natürlich auch nicht so schön. Wenn ihr jetzt ein Cajon habt, was zu groß ist, dann könnt ihr euch irgendwann nicht mal mit den Zehenspitzen hier festhalten. Das wird dann schwierig. Ne? Also das Kippeln dient dazu, dass die Schlagfläche mir entgegenkommt und ich einen geraden Rücken habe. Niemals so spielen, dass ich so unten sitze oder ich lege meine Arme auf die Beine ab und spiele so. Dann habt ihr nur einen ganz krummen Rücken und abends tut der Rücken weh, wenn ihr Cajon gespielt habt. So, das war das Thema Sitzen und jetzt kommen die einzelnen Cajon-Schläge. So, bevor ich jetzt auf das Cajon schlage, zeige ich euch erstmal die Geheimzeichen und die Geheimsprache der einzelnen Schläge. Ich werde gleich mit einem Bass anfangen. Ihr kennt vom Schlagzeug diese ganz, ganz große Trommel, die man mit dem Fußpedal spielt, mit so einem dicken Fellklöppel dran. Da trete ich aufs Pedal und der Fellklöppel, der haut gegen diese ganz, ganz große Trommel, die ganz unten beim Schlagzeug steht. Das ist eine Bassdrum oder Basstrommel und die kann ich beim Cajon hier natürlich auch imitieren mit einem Bass. Wir sprechen den Bass aber bumm. Das heißt, wenn wir einen Rhythmus haben, da kommt viermal ein Bass hintereinander, dann sagen wir nicht Bass, 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 sondern wir sagen bumm, 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 bumm. Und das Geheimzeichen ist ein schräger Strich. Das sieht nämlich aus wie so ein Basstrommelpedal, wo ich jetzt mit dem Fuß drauf trete und schlage hier so gegen die Basstrommel. So könnt ihr euch das vorstellen. Basstrommelpedal, Bass. Und wie der korrekt gespielt wird auf dem Cajon, zeige ich jetzt.
Wenn ich einen Bass spielen möchte, muss ich meine Hände, ich nehme jetzt mal meine starke Hand, mit der fange ich jetzt an, die muss ich ganz gerade machen, wie eine Wand. Das heißt, ich muss sie wirklich gerade drücken, dass sie hier ganz gerade ist, weil sie ist ja normalerweise, wenn sie locker gehalten wird, ist die Hand automatisch krumm. Die ist ja nicht unter Spannung, die ist immer krumm. So, die mache ich jetzt gerade und lege die gerade flache Hand auf das Cajón, sodass die Hand komplett auf der Schlagfläche ist und quasi mit dem Deckel hier oben abschließt. Bitte nicht zu weit runtergehen, es darf kein Stück vom Arm mit drauf sein. Und das wäre natürlich zu hoch, weil nicht die ganze Hand drauf ist. Also sie muss komplett rauf. Kann auch so ein bisschen schräge Haltung sein, weil natürlich mein Arm eine gewisse Länge hat. Und wenn ich die Länge reduzieren will, dann gehe ich mit dem Ellbogen ein bisschen zur Seite. Und man wird immer so ein bisschen leicht schräg auf die Schlagfläche spielen. Wichtig ist halt nur, dass die ganze Hand drauf ist und dass ihr nicht zu nah an der Kante seid, weil hier hinter ist eine Holzleiste. Da wird das Cajón nicht oder wird die Schlagfläche nicht sehr stark schwingen und den entsprechenden Ton nicht erzeugen. Ihr müsst so ein bisschen reingehen in die Fläche. Ne? Ich habe jetzt sehr große Hände, also meine Hand füllt hier wirklich so locker mal ein Viertel vom Cajón aus. Das ist so. Von der Seite sieht das denn so aus. So, und jetzt wichtig, wenn ich den Schlag ausführe, muss ich mit der Hand und dem Arm hoch. Wichtig ist, dass der Arm mit hochgeht. Und die Innenfläche der Hand, die schaut immer Richtung Cajón. Das heißt, wenn ich so weit hochgehen würde, müsste ich immer die Fläche der Hand zum Cajón schauen lassen. Oder man sagt auch, die Hand ist parallel zum Cajón. Also ich gehe nicht so hoch, dass die Hand zum Boden, Fußboden runterguckt, sondern immer so. Natürlich nehme ich jetzt den Arm nicht so hoch. Wenn ich einen Bass spiele, nehme ich ihn nur so hoch. Das reicht schon. Und jetzt lasse ich den Arm mit der Hand wie so eine ganz schwere Bärentatze einfach fallen. Konzentriere mich hier beim Fallen auf diese Fläche von der Hand. Der Druck kommt also nicht auf die Finger vorne, sondern der kommt mehr hier auf diese Fläche. Hier ist der Aufpralldruck. Finger sind natürlich mit drauf, aber hier konzentriert ihr euch ein bisschen. Genau. Und dann habt ihr so einen schönen, trockenen, erdigen, warmen, tiefen Ton oder Bass in dem Moment. So heißt der ja. So soll es sein. Wenn ich das nicht machen würde und ich würde den Arm liegen lassen an der Cajón-Kante und würde jetzt die Hand zum Fußboden gucken lassen beim Hochnehmen, dann würde ich natürlich immer zuerst mit dem Druck auf die Finger kommen und dann hört sich der Bass so an. Im Gegensatz zu. Nochmal, wie man es nicht machen soll. Und nochmal, wie man es machen soll. Ihr merkt, der Sound ist ganz anders. Ne? Der Bass klingt jetzt hier schön warm und satt und fett und so soll das auch sein. Das ist der Bass. So, dann kommt der nächste Schlag. Das ist der Ton. Der Ton, der ein Geheimzeichen hat. Das Zeichen sieht auch aus wie ein O aus dem Wort Ton. Bloß, dass es ausgefüllt ist. Also wie so ein dicker schwarzer Punkt. Geheimsprache, Tack. Wenn ich also einen Ton spiele, sage ich nicht Ton, 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 sondern ich sage Tack, 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 Tack. Wenn ich zwei Töne hintereinander habe, die ganz kurzen, so Ton, Ton, sage ich dann nicht, sondern Tacker. Tacker, 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 Tack. Ne, da würde man hier das noch abkürzen, Tacker. Den spiele ich jetzt auch. Und das wird beim Schlagzeug auf der Snare gespielt. Das ist so eine Trommel mit so Metall-Snare-Besen oder Snare-Traverse drunter gespannt, die diesen schnarrenden Ton erzeugt, die Trommel, die ist das so. Das kann ich beim Cajon auch, weil wir haben auch Metalldrähte im Cajon. Und die schwingen mit, wenn ich den Ton spiele. Wie das korrekt funktioniert, zeige ich jetzt. Wenn ich den Ton spiele, den ich jetzt im oberen Bereich der Schlagfläche spiele, lasse ich die Hand genauso gerade wie beim Bass. Muss sie quasi wieder gerade durchdrücken. Jetzt gehe ich aber nicht mit der ganzen Hand auf die Schlagfläche, sondern nur mit den Fingern. Und zwar genau hier, wo die Fingeransätze sind, da ist die Kante vom Cajón. Rutscht da mal einfach so rüber und ihr werdet merken, dass da auch ein Widerstand ist, dass man da so richtig reinrutscht in diese Grube, wo die Fingeransätze sind. Das ist die richtige Position. So, damit man jetzt nicht mit der Schulter so hochziehen muss, weil der Arm zu lang wird, muss ich jetzt wirklich definitiv so ein bisschen in die Ecke gehen und meinen Ellbogen nach außen gehen lassen. Das heißt, man wird schräg aufspielen, aber nicht so gerade spielen. Ne? Dann muss ich meine Schultern hochziehen, das ist nicht so schön, sondern so. Ich zeige es von der Seite auch nochmal. Wichtig ist jetzt auch, dass unter den Fingern ein bisschen Luft ist. Das heißt, ich habe beim Schlag oder vor und nach dem Schlag nicht die Finger komplett auf der Fläche drauf, sondern sie stehen ein wenig ab.
Aber bitte auch nur ein wenig, wenn es zu viel wird und ich schlage jetzt, dann haue ich voll auf die Kante, das tut weh. Sondern nur ganz flach. Ihr müsst immer auf die Fläche spielen, bloß eben mit ein bisschen Luft unter den Fingern, weil ich lasse jetzt die Finger einmal auf die Schlagfläche springen und sie prallen durch meinen Aufprall automatisch wieder ab. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Der Arm wird mit der Hand hochgenommen. Jetzt darf ich auch so ein bisschen die Hand nach oben knicken. Ich darf also so ein bisschen halb zum Fußboden gucken. Aber der Arm muss mit in die Luft. Bitte niemals den Arm hier ablegen auf das Bein und so hochgehen. Das ist nicht gut, sondern immer mit dem Arm hoch. So, jetzt so aus, weiß ich nicht, 15 cm, 20 cm Höhe, lasse ich mit etwas Schwung den Arm mit der Hand fallen. Jetzt ist der Kontakt zur Kante. Die Finger fliegen durch den Aufprall einmal auf die Schlagfläche und prallen wieder ab, weil ich ja eine gerade Hand mache, die unter Spannung ist. Das heißt, sie prallt ab. Das passiert automatisch durch den Schwung. Und dann ertönt dieser schnarrende Ton. Die Snare oder der beim Cajon einfach Ton genannt. Tak, 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 tak. Immer Arm mit Hand hochnehmen, Finger abprallen lassen. Ne, wie man es nicht machen soll, ist, wenn ich die Finger richtig drauf drücke, dann klingt das so ein bisschen matschig und schon fast wie ein bisschen Bassanteil. Das möchte ich nicht. Und man hat nicht so schönen Snare-Effekt. Ich möchte es so haben. So. Tak. Jetzt kann ich auch so einen Trommelwirbel machen. Das ist der Ton. Und jetzt kommt schon der nächste Schlag. Und hier kommt schon der nächste Schlag. Dieses Kreuz ist ein sogenannter Tipp. Und dieses Wort Tipp ist schon so schön kurz und einfach, dass es in der Cajon-Sprache einfach Tipp bleibt. Das heißt, ein Tipp spreche ich, wie er auch wirklich heißt, Tipp. Habe ich ganz viele Tipps hintereinander, dann sage ich nicht Tipp, 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 sondern ich sage Tippe, 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 Tippe. Also ein kleines E noch hinten ran, Tippe. Dann ist es noch kürzer und schöner zu sprechen. Geheimzeichen, Kreuz oder X. Ein Tipp ersetzt die Hi-Hat vom Schlagzeug. Was eine Hi-Hat ist, das zeige ich jetzt. Ich schwenke mal so ein bisschen hier in meinen Raum. Das hier ist die Hi-Hat. Dieses Gebilde hier, dieses Stativ mit ebenfalls einem Fußpedal. Und dann habe ich hier nicht ein Becken, sondern es sind zwei Becken. Das kann ich zeigen. Man kann das hier so aufdrehen und etwas anheben. Dann seht ihr, es sind zwei Becken. Wenn ich jetzt auf das Fußpedal unten trete, dann werden sich diese beiden Becken schließen. Dann kann ich also diese Hi-Hat geschlossen spielen oder ich kann sie geöffnet spielen. Wenn ich sie geöffnet spiele, klingt das sehr metallisch, weil dieser obere Deckel schön ausschwingt, dieses obere Becken. Und auf dem Cajon, was ich mit dem Tipp machen kann, das ist die geschlossene Hi-Hat. Das ist dieses Geräusch. Also dieses, wenn man jetzt Musik hört, dann hört man so ein im Hintergrund, wenn man Schlagzeug hört. Und das ist dieses Ding. Das ist eine geschlossene Hi-Hat. Dieses kleine Becken hier gehört jetzt nicht dazu. Das habe ich mir selber ran gemacht. Das ist nicht so beachten, aber das ist eine Hi-Hat. Das ist auch eine tolle Sache, die man mit dem Cajon nachher kombiniert spielen kann. Wie jetzt der Tipp auf dem Cajon funktioniert, weil da habe ich ja jetzt kein Metall, da habe ich ja kein Becken dran, das zeige ich jetzt. Bei einem Tipp darf ich bei der geraden Hand, die ich ja beim Bass und beim Ton gemacht habe, jetzt vorne die Fingerenden so ein bisschen krumm machen. Ne? Da sage ich immer so schön, macht bitte keine Löwen- oder Tigerkralle, das ist zu viel, sondern nur so ein bisschen krumm. Und geh noch weiter in die Ecke rein, sodass da nur noch vielleicht noch zwei oder drei Finger, kommt darauf an, wie das anspricht, das Cajon vielleicht, hier oben in der Ecke sind, in diesem Bereich. Ne? Und jetzt sind natürlich nur die Fingerenden drauf, weil ich so ein bisschen krumm gemacht habe. Und dann tippe ich so ganz leicht in die Ecke. Deswegen ja auch der Begriff Tipp, weil ich da so rein rauf tippe. Weil dieser Schlag ist nicht laut. Das ist kein Akzent, also kein lauter Schlag, sondern es ist quasi nur eine Füllung. Das soll quasi Lücken füllen im Rhythmus, wo kein lauter Schlag kommt. Kann ich auf beiden Seiten spielen. Tippe, 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 tipp, 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 tipp. Und das macht die Hi-Hat nach. Es gibt ja auch so eine Hilfsmittel fürs Cajon, wie zum Beispiel diesen Hackstick hier. Der hat so kleine Metallschellen dran. Das klingt dann natürlich noch mehr wie eine richtige Hi-Hat. Dann könnte ich meine Tipps jetzt auch auf so einem Hackstick spielen. Ne? Hier klingt es ja nach Cajon, nach Holz. Hier klingt es schon mehr nach Metall, nach Schelle.
Das ist ganz toll, das Gerät. Aber bitte niemals zu laut. Ne? Ein Ton ist ja sehr laut, aber ein Tipp ist im Vergleich dazu also höchstens ein Viertel bis Drittel so laut. Wenn überhaupt. Hauptsache, man hört diesen schnarrenden Effekt vom Cajon raus. Wenn man ihn noch nicht hört, könnt ihr ein bisschen weiter reingehen mit den Fingern. Aber dann merkt ihr schon, dann wird das immer bassiger. Ne? Hier wird der Ton natürlich immer tiefer. Soll aber sehr hoch klingen. So wird ein Tipp gespielt. Und ein Tipp füllt die Lücken im Rhythmus, wo kein lauter Schlag wie Bass oder Ton zum Beispiel kommt. So, jetzt haben wir noch einen Schlag. Den sogenannten, das wird nicht Slap gesprochen, sondern Slap. Mit dem Geheimzeichen, dieses kleine Viereck. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen, ich habe es nicht so schön gemalt heute. Da bitte ich doch um Verzeihung. Aber es ist wie ein Quadrat oder auf der Spitze oder so länglich. Das nennt sich auch Raute. Kennt ihr aus der HSV-Flagge vielleicht? Da gibt es ja auch solche Rauten. Und da sage ich immer meinen Schülern, pass auf, ein Slap ist ein idealer Schlag, um den HSV im Stadion anzufeuern, damit er gewinnt, damit er wieder in die erste Liga kommt. Und dieser Slap ist nämlich ein sehr, sehr starker, lauter, knalliger Schlag. Das zeige ich gleich. Damit könnt ihr so haha, HSV richtig, richtig raufhauen aufs Cajon. Gesprochen wird er deswegen auch im Vergleich zum Ton, der ja Tack gesprochen wird, wird der Slap Chuck gesprochen. Also ihr merkt schon, allein das Wort sagt schon, oh, das muss ja jetzt irgendwie noch ein bisschen heftiger sein als der Ton. Das ist auch so. Dieser Slap soll nochmal richtig eine Betonung setzen im Rhythmus, wo es nochmal richtig laut wird. Und wie man den spielt, das zeige ich jetzt. Bei einem Slap darf ich jetzt die Hand so locker machen und krumm, wie sie normalerweise natürlicherweise ist. Nämlich so. Habe ich ja vorhin erzählt, die Hand ist im lockeren Zustand automatisch krumm. Jetzt ist hier natürlich quasi Luft. Wenn ich jetzt hier mit dieser krummen Hand auf das Cajon gehe, da liegen nur die Fingerenden, also hier vorne auf und hier drunter ist Luft. Ne, das sieht man jetzt von der Seite auch nochmal schön. Und wir brauchen diese Luft, um den Effekt zu erzielen, den ich gleich erzielen möchte. Jetzt drehe ich mal diese hohle Hand in die Mitte rein. Wenn ich jetzt beide Hände raufnehmen würde, würden die sich in der Mitte fast berühren. Also man muss diesen oberen Randbereich jetzt so ein bisschen nutzen. Man kann auch in die Ecke gehen, aber hier klingt es sehr schön knackig, weil hier auch die Holzleiste hinter ist. So, habe ich gemacht. Jetzt drehe ich die Hand so auf, dass ich selber reinschauen kann, aber der mir gegenüber sitzt, darf nicht reinschauen. Stellt euch vor, hier ist eine Geheimbotschaft draufgeschrieben und das dürft nur ihr sehen. So, ich drehe den Arm natürlich mit. Ich gehe jetzt aber nicht mit dem Arm oder der Hand nach oben, sondern ich drehe quasi nur auf. Und stelle mir jetzt vor, dass sich da eine Fliege hingesetzt hat und die möchte ich wegpeitschen, weil die mich nervt. Ich zeige das nochmal. Ich drehe auf. Jetzt muss ich natürlich mit einem gewissen Schwung, um die Fliege zu erwischen, wieder zurückgehen. Nochmal. Ne, da seht ihr das. Da darf ich jetzt natürlich nicht zu langsam, dann ist sie weggeflogen. Das geht nicht, sondern zack. Aber ich drücke jetzt nicht mit endloser Kraft drauf, weil das erstens wehtut und zweitens, macht es keinen Sinn, weil ich will die Fliege ja nur erwischen. Ich will sie jetzt nicht in das Cajon reinbohren oder sowas. Also nicht viel Kraft, es ist mehr Impuls und Geschwindigkeit, die damit spielen. Und ihr seht, ich drehe den ganzen Arm zurück. Ich schnelle quasi so zurück. Stell dir vor, ich spanne jetzt eine Feder und dann zack, kommen die wieder zurück. Das ist ein Slap. Kann ich auch auf der anderen Seite machen. Ja, mein Helfer, der gerade das Video dreht, der lacht schon ein bisschen. Der findet das gerade ganz amüsant, aber das ist wirklich so. So wird ein Slap gespielt. Und ein Slap klingt im Vergleich zum Ton knackiger und lauter und akzentuierter. Das brauche ich in lateinamerikanischen Rhythmen, in Samba, afrikanischen Rhythmen. Da spielt man ganz viele Slaps, um im Rhythmus nochmal so eine Betonung zu spielen. Das sind Slaps. Von vorne nochmal gezeigt. Töne etwas milder. Slaps aggressiv. Die arme Fliege, sage ich nur. So sieht ein Slap aus. Und hier kommen noch mal ein paar Bässe, ein paar Töne, ein paar Tipps und ein paar Slaps in der Reihe mal vorgespielt. Das ist eine tolle Übung für alle, die eingestiegen sind in die Welt des Cajons für zu Hause. Spielt einfach hin und her ein paar Bässe. Achtet drauf, dass sie schön weich und erdig und tief und dumpf klingen. Geht ihr in die Ecke rein, nur mit den Fingern und spielt Töne. Schön darauf achten, dass die Finger von der Fläche abprallen.
Dann geht ihr noch weiter in die Ecke und spielt ganz leise die Tipps. Tick, tack, tick, tack. Hier drauf achten, dass sie nicht zu laut werden. Also wenig Druck. Und dann dreht ihr die Hände ein bisschen rein, macht sie hohl und spielt in der Mitte die Slaps. Chuck, 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 chuck. Viel Spaß beim Üben, euer Marc zum Sande aus der Musikwerkstatt Lüneburg.